YouTube-Video jetzt wieder, wenn das okay ist. Es ist 15.20 Uhr Montag. Es kann sein, dass ich noch ein bisschen müde bin. Somit haben wir das geändert. Melo, komm mal her. Die wollen dich sehen. Mittlerweile, die kennen dich, weißt du? Kannst du mal deinen Pimmel einpacken das nächste Mal? Das ist ein bisschen unfreundlich. Kauf dir mal eine Boxershort. Du kannst nicht. Ich weiß. Bei Hunden ist es ein bisschen anders, weißt du, ihr läuft einfach so Pimmel durch die Gegend, aber wir sind hier in der normalen Zivilisation. Da sind Menschen, die gucken das Video und du haust einfach deinen Pimmel da rein ins Video, weißt du. Zieh dir mal das nächste Mal was Anständiges an, weißt du, dann klappt das auch mit der Freundin. Ja, guten Tag, Jesse, mein Name Ivan. Und zwar, meine Frau hat bei Ihnen Essen gekauft vor einer Stunde. Haben Sie getan, 50 Euro in Tüte. Was wollen Sie damit sagen, meine Frau? Was haben wir Tüte gemacht? 50 Euro bei Tüte reingemacht. Wollen Sie sagen, meine Frau kaufen oder was das? Also wir haben in Tüte 50 Euro reingemacht? Ja. Keine Ahnung, wir haben sowas nicht gemacht. Wie viel Personen arbeiten bei Ihnen? Drei. Haben Sie bedient, meine Frau, so blonde Frau mit drei Beinen, kleine Frau? Nee, haben wir sowas nicht, wir machen sowas nicht. Guck mal, Kollege, ich rufe, ich frage dich normal, wenn sowas nochmal passiert, dann rufe ich ganz andere Menschen, okay? Also, welcher Mann kennt deine Frau, weiß welcher dieser Mann? Ich kann noch mal fragen, ich habe nicht gefragt, ich habe gedacht, nur eine Person arbeitet da, aber hat gesagt, hat mir 50 Euro in Tüte getan, so wie sie sitzt jetzt zu Hause und weinen, sagen, bin ich Nutte oder was? Also, wann sie kann also Mitarbeiter, wir können mit ihnen reden, also sowas geht nicht. Du, was geht nicht, wa? Du bist korrekter Mann, ich sehe, du bist korrekter Mann, weißt du, aber vielleicht deine Mitarbeiter, vielleicht ist nicht so korrekt wie du, weißt du? Und du hast bestimmt auch Frau, Kind und so, das ist nicht schön, mein Freund. Doch, doch, also sowas geht nicht. Also, wir Sowas machen geht sowas, nicht, also andere nein, wir geht, aber selbst so. machen sowas nicht. Nein, geht Also, nicht. deine Frau bitte, sie kann hier gerne kommen und sagen, welche hat. Also, ich hab heute gearbeitet, 3, also 11 Uhr bis jetzt. Okay. Welche Nationalität dieser Laden hier? Welche? Also wir sind Kurde. Ah, okay. Und ich habe so gut kurdische Freunde noch nie. Ich habe sowas gesehen. Ich komme mit meiner Frau einmal vorbei und dann gucken wir nochmal, wer war diese? Weißt du, das geht nicht. Bruder, Ja, ich bin Bosnier. nur einfach, sie sagt, fragst du sie, welche Mitarbeiter hat so gemacht? Ja. Aber sowas, dann wir machen die Kündigung sofort. Also sowas geht nicht. Nein, geht nicht. Aber wenn du willst, wir können so lange zusammen etwas singen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it. Lass zusammen singen, damit vergessen diese Problem. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Swing my wings and fly away. Ich bin tot, ey. Ich bin heute 15 Kilometer oder so auf dieser Messe gelaufen, dann nach Hause, Taxi geholt, 18 Uhr seitdem, arbeite ich im Taxi, ich kann nicht mehr, ich bin tot. Bitte erwartet nicht von mir, dass ich lustig bin heute, Alter. Kennt ihr das, wenn du etwas machst und dabei dich so richtig schämst? Der Mann hat das Problem voll ernst genommen, der will mir helfen, der will so lösen und ich fange an zu singen. Think about it, lass zusammen singen, damit vergessen diese Probleme. Touch the sky. I believe, I can believe the sky. I can sky, I can sky. Boah, ich glaube, das sind Italiener, Alter. Guten Tag. Ja, guten Tag, Fridolin ist mein Name. Ich habe gestern bei Ihnen gegessen. Es könnte sein, dass ich meine Schlange bei Ihnen vergessen habe. Haben Sie eine Schlange dort gesehen? Ja, weil ich habe meine Schlange neu gekauft, ja, und die war in dem Karton und dann habe ich bei Ihnen gegessen und die Schlange ist weg. Ich habe gar nicht gesehen. Welche Uhrzeit Sie haben gegessen? 18 Uhr gestern. Nee, leider, ich war nicht hier. Ich bin um 17 Uhr eigentlich abgehauen. Aber wenn kommt jetzt der Chef, dann frage ich ihn. Aber ich glaube nicht. Entschuldigung, echte Schlange? Ja, echte Schlange. Deswegen ist es auch nicht gut für Ihr Restaurant und ich habe sie verloren. Nee, deswegen. Entschuldigung, ich habe jetzt eigentlich Schock gekriegt. Ich gucke jetzt neben mich.
Ja, nee, also das Problem ist, ich kenne mich aus mit Schlangen, das ist kein Problem, aber sie kennen sich nicht aus, diese Schlange ist giftig und das ist das Problem, verstehen Sie? Haben Sie Telefonnummer? Lassen Sie, kenne ich die Telefonnummer? Ich weiß nicht, ob heute der Chef eigentlich in die Karton eigentlich zur Seite gelassen oder irgendwo draußen oder hinten, ich weiß es nicht. Nein, wissen Sie, was das Problem ist? Karton habe ich. Karton ist leer. Ach so, die Karton ist leer. Ja, ich habe erst zu Hause gemerkt, Karton ist leer. Und das heißt, Schlange ist raus. Die Und muss wie groß ist irgend. die Schlange? Haben Sie. Die ist 1,40 Meter groß. Oh mein Gott. Das Problem ist, die geht immer da, wo Fleisch ist. Entweder bei Menschen oder bei Tieren haben sie Fleisch gelagert. Hatte keiner jemand erzählt. Der Chef war vorher, hat er von dieser eigentlichen Geschichte gar nicht erzählt. Aber wenn er kommt, jetzt dann ich frage ihn. Nein, ich habe schon mehrmals angerufen und niemand ist drangegangen. Das ist gefährlich für Sie. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist gefährlich. Ich habe sowieso, ich habe eigentlich Angst vor der Schlange. Ja, das ist keine Schlange, wo wirkt. Das ist eine Schlange, die vergiftet. Ich weiß, mein Gott. Oh mein Gott, vielleicht können Sie mal unter einen Schrank gucken oder so. Keine Ahnung, wir müssen was tun. Scheiße, Mann. Ich gucke jetzt, aber trotzdem, wenn ich sehe jetzt, dann haue ich ab von die Laden. Es tut mir leid. Ja, sollten Sie auch. Diese Schlange ist kein Spaß, die war Afghanistan-Krieg. Haben Sie Telefonnummer? Lassen Sie Ihre Telefonnummer hier, falls, wenn Sie kommt, die Chef von irgendwo, dann Ja. wir rufen ihn zurück. Ja, gerne. Gerne. Auch in den Blick. Bitteschön. 0152 0152 1130 Nochmal? 1130 1130 Ja. 1130 1230 1378 Entschuldigung, was ist von der Nummer? Entschuldigung. 1130 1238 1130 Ja. 1230 1378 1378 Wie viele Nummern sind eigentlich Telefon? Acht. Das ist 8, das ist über 12, über 13 Nummern. Nein, das ist ja Vorwahl plus 8. Haben Sie keine Handynummer? Sie müssen doch wissen, wie lange eine Handynummer ist. Ach so, wo wohnen Sie? Zu Hause. Neben wo, in welcher Ort meine ich? In Potsdam. Sag ich Ihnen Bescheid, wenn das Schiff kommt. Aber wenn Ihnen was passiert, dann habe ich Probleme. Das ist das Problem. Wie lange dauert, wenn ein Chef kommt? Ich weiß es nicht eigentlich. Will eigentlich gleich hier Ja, sein. gucken Sie mal, ich glaube, Sie verstehen die Situation nicht. Wenn diese Schlange Sie beißt, dann sind Sie nicht krank oder so, Sie sind tot. Ich weiß, ich bin tot, weil ich kenne jemanden eigentlich, damals hätte die Schlange ihn gebissen. Er war eigentlich 23 Jahre, er ist schon gestorben. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Und das ist jetzt Chef warten und dies, das ein bisschen problematisch. Oh, mein Herz, mein Herz. Entschuldigung, ist Ihre Telefonnummer 0152? 1130 1230 1378. 1130 1230 1378. Ja. Okay, gut. Dann hau ich jetzt erstmal ab draußen, dann ruf ich den Chef an. Ja, bitte, schnell, das kannst du. Okay, tschüss. Tschüss. Das ist doch scheiße, was ich mache, Alter. Die ganze Scheiße, was ich mache, der arme Mann, ja. Alter, manchmal, ich weiß nicht, Alter. Manchmal habe ich schlechte Gewissen, ja. Der tut mir jetzt leid, ein bisschen. Aber hoffentlich kriegt er keine Panik, ja. Ich rufe den an, Alter. Ich rufe den an, das tut mir leid, Alter. Einen wunderschönen guten Abend, Black Taxi Frankfurt hier. Das war ein Telefonscherz. Ich wollte Sie beruhigen. Sie haben keine Schlange in Ihrem Laden. Ah, Mensch, das ist nicht normal. Ich wollte, normalerweise rufen wir nicht nochmal an, aber ich habe gesehen, Sie haben ein bisschen Panik bekommen. Ich wollte mich entschuldigen. Das war nur ein Spaß. Sie haben keine Schlange. Alles gut, alles gut. Was ist mit dir, junger Mann? Denn was habe ich erst? Was passiert? Wer sind meine Kinder? Wer sind meine Familie kommen, junger Mann? Alles Das ist gut. nicht normal. Oh. Okay, nächstes Mal weiß ich Bescheid. Nächstes Mal mache ich die Hände, die Telefon aus und dann sage ich Tschüss. Ja, beste Kollege. Ich danke dir vielmals. Entschuldigung nochmal. Okay, Mach's gut. tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
Er hat mir leid getan, Bruder. Das ist scheiße, Mann. Weil der lebt dann mit dieser Angst, weißt du, wenn er wirklich Angst vor einer Schlange hat. Mein Freund hat eine Schlange, weißt du, und ich bin so mittlerweile gewohnt, die chillt einfach so mit uns, die raucht mit uns so Shisha und guckt mit uns Netflix und so, weißt du, bei uns ist es normal irgendwie. Aber jetzt so im Nachhinein habe ich gedacht, der Mann, der muss ja da arbeiten und der schiebt den ganzen Tag Angst in diesem Laden. Scherz, schön und gut, aber bei manchen muss man danach anrufen und auflösen, weil da haben wir... Der sagt, ich guck unter den Schrank, aber ich habe ein bisschen Angst. Ja, guten Tag, ich habe bei Ihnen Hähnchen gekauft und dann bin ich nach Hause gekommen und da war ein Fußnagel drin. Bitte? Da war ein Fußnagel drin. Quatsch. Das ist mein Ernst, also ich habe das hier auch hier auf Foto und so. Also das ist, wie kann sowas passieren, vor allem von wem ist der Nagel? Aber nicht vom Hähnchen. Also vom Hähnchen ist das der Nagel ganz sicher nicht, aber von welcher Person? Aber ich fasse nicht die Hähnchen an. Ich weiß es nicht, wie viele Personen also arbeiten denn bei Ihnen? Also ich habe vom Schlachthof so in Kisten gleich geliefert. Also das ist extrem unappetitlich. Ich meine, Traudl, spreiz die Achse mit die Fruchten. Ich komme aus der Schweiz hierher. Und, echt? Nee, so hat man noch nie gehabt. Wie viele Personen arbeiten denn? Sind Sie da allein? Weil ich habe mir das kommen lassen. So. Ich meine, Traudl, wir sind zu zweit hier nur. Ich meine, Traudl, spreiz die Achse mit die Fruchten. Ich fasse die nicht an. Es wird nur mit der Gabel abgezogen, ansonsten gar nicht. Sonst kriegen wir die so jedenfalls im Kissen vom Schlachthof. Also, Sie haben sich nicht zufällig die Nägel geschnitten da irgendwo? Ich meine, Traudl, spreiz die Achse mit den Fruchten, ich hab das gesagt. Nee. Also, es ist mir noch nie unter hier, so hat er, wie sagt man dazu? Seit 30 Jahren arbeite ich hier. Das ist mir noch nie, also ich hab sowas noch nie gehört, sowas. Sind Sie da Besitzer oder sind Sie? Nö, eigentlich. Was machen wir da jetzt? Also vor allem, was mache ich mit dem Fußnagel? Bringen Sie das mal mit. Also, ich hab's noch nicht gesehen. Also, wo veräppeln Sie mich jetzt? Nee, also ich hab... Sie veräppeln mich. Also ich hab... Ich hab ganz sicher Besseres zu tun, als Sie zu veräppeln. Ich bin Schweizer Geschäftsmann. Ich meine, draußen spreizt, jagt Sie mir die Frucht. Ich komme ja aus der Schweiz hier. Ja. Ich hab das gesagt und... Da will ich mir mal ein Hähnchen gönnen und dann kommt da so ein Fußnagel. Ja, nee, ich hab das noch nie gehört. Also, wir haben... Ich komme ja nicht in eine Handlung mit den Hähnchen. Ja, aber die Frauen, die macht ja gern so irgendwie an den Nägeln und was weiß ich was rum. Vielleicht was haben machen sie. Wir? Ja, ihr Frauen, ihr macht ja überall eure Nägel und eure Augen und was weiß ich. Und vielleicht ist da irgendwas. Nee, bestimmt nicht. Und ihr Kollege vielleicht? Ich habe eine Gastronomie geschafft hier. Hallo? Nee. Job, nee, also ich habe auch meiner Frau gesagt, ich habe dir gesagt, wir sollen. Ich hab das gesagt, lass uns nicht dort. Ja, ich hab das gesagt. Kriegen neue Hähnchen, keine Ahnung. Aber mir ist das völlig unangenehm, sowas. Ja, also ich finde es auch total. Es kommt doch Hygiene, alles. Nee, das geht nicht, sowas. Wissen Sie, was das Problem ist? Das Problem ist. Tabu, sowas, also. Boah. Nee, das Problem an der Sache ist. Ihr meid raus und spreiß die Achse mit den Fruchten. Ich kann mir das vorstellen, ganz ehrlich gesagt. Verstehen Sie, was ich meine? Bitte? Ihr meid raus und spreiß die Achse mit den Fruchten, das ist das Problem. Verstehen Sie nochmal, bitte? Ihr meid raus und spreiß die Achse mit den Fruchten. Woher kommen Sie? Sind Sie deutsch? Natürlich sind deutsche Hähnchen. Nee, sind Sie deutsch? Weil Sie verstehen mich irgendwie nicht. Ja, das Telefon ist ein bisschen leise. Ach so, Entschuldigung, Moment. Ja. Moment, eine Sekunde. Mach mal Foto jetzt! Du meinst, raus spreißt die Achse mit den Fruchten. Und das ist das Problem. Hm. Also Sie können sich mit meinem Chef in Verbindung setzen. Sie können herkommen, Foto zeigen, keine Ahnung. Ja, ich habe ja das Hähnchen noch hier. Also ich kann Ihnen auch das... Kann ich Ihnen wirklich da, also dann müssen wir uns beim Schlachthof da beschweren oder keine Ahnung. Ja, sowas ist ganz schlimm, Das gibt's ja nicht sowas. Ich habe auch sowas noch nie erlebt. Also. Ja, ist Ihnen schon mal sowas passiert? Passiert. Nein, noch nie. Geht ja nicht. Ja, es ist verdammt eklig. Also ich kann es jetzt gar nicht mehr essen. Essen. Ja, schmeiß das weg. Ich kann jetzt immer nichts machen. Ja, kann ich. Nee, sowas würde ich niemals machen. Kann ich Ihnen. Kann ich. Telefon, wie bitte was? Telefonfalle. Telefonfalle, nee, so ist. Nee. Hören Sie mal, ich erkläre Ihnen mal die Situation, mein Raus, spreiß die Achse wie die Frucht. Ich komme aus der Schweiz hierher. Ich will einfach nur einen Geschäftstermin wahrnehmen. Ich hole mir ein Hähnchen. Da kommt ein Fußnagel dabei raus. Und ich möchte einfach nur. Ich möchte einfach nur Ihnen das einfach. Und können Sie mich mal aussprechen lassen? Ja, bitte. Das wäre sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Ich habe Kundschaft hier, deswegen.
Ja, das mag sein, ich bin auch Kundschaft. Und ja. Ich möchte auch kein neues Hähnchen, ich möchte Ihnen das zurückbringen, inklusive dem Nagel, und mein Geld zurückhaben. Also ich möchte mein Geld zurück, aber ich kann bei Ihnen nichts mehr essen. Bekommen Sie Ihr Geld wieder? Ja. Bringen Sie einen Kassenbon? Ja, keine Ahnung, müsste ich haben, weiß ich jetzt nicht. Zeigen Sie mal Foto, wirklich. Ja, ich bring Ihnen das... Moment, das Moment, mein Bruder. Ja, ja. Tamara, kommst du bitte diesen Kunden? Tamara! Ja, ich muss einen Kollegen rufen. Ich stehe allein hier. Ach so, ich dachte, ich soll die Tamara rufen, weil meine Frau heißt nicht Tamara, die heißt Gundula. Nee, also, bringen Sie her, kriegen Sie Geld zurück, Kassenbon, keine Ahnung. Okay, alles klar. Eine andere Frage, was machen Sie denn heute Abend? Wie? So, nach der Arbeit. Nach Hause gehen? Warum? Nee, wenn Sie mich veräppeln. Kann man doch was Interessantes machen, so einen Kaffee, Kaffee trinken. Ich bin Schweizer, ich habe viel Geld. Kommt, Kundschaft kommt. Also kommen Sie bitte, ich kann jetzt nicht weiter telefonieren, ja? Okay, dann telefonieren wir später. Ich rufe später nochmal an. Mhm. Gemalt drauf, schmeißt die Achsen auf, geht Leute in die letzte Runde. Runde. Ja, hallo, guten Tag. Und zwar, ich war gestern bei Ihnen essen und ich hatte mir eine Schlange gekauft und ich bin nach Hause gekommen, die Schlange war nicht mehr im Karton. Und ich mache mir Sorgen, ob die jetzt vielleicht bei Ihnen im Laden ist. Wie? Ja, also... Sie haben eine Schlange gekauft. Wieso kaufen Sie denn eine Schlange? Ja, das ist mein Hobby. Ich kaufe seit 15 Jahren Schlangen. Wissen die nicht mehr, wo die Schlange ist? Ja, das Lustige ist, also ich meine, sie finden das lustig, aber ich will Ihnen nur sagen, das ist eine giftige Schlange und ich weiß nicht, wo sie ist. Verstehen Sie? Ja, was machen Sie? Warum nehmen Sie denn mit denn? Ja, also das ist... Glauben Sie machen lustig? Also ich mache nicht lustig. Wenn Sie jetzt nicht mir helfen wollen, ist kein Problem. Ich frage nur, es kann sein, dass sie bei Ihnen ist, die Schlange. Wenn Sie das lustig finden, dann kann ich nichts machen. Also, das ist keine, hier ist nichts. Die Schlange ist eigentlich, die ist in Ordnung. Die hat Abitur und so. Was war denn für ein Karton? Also mein Karton ist, wenn Sie von einem Händler eine Schlange kaufen, dann kriegen Sie die in einem Karton. Mein Karton habe ich, aber ist leer. Ja, wir haben hier nichts, sonst hätten wir schon längst gesehen. Also diese Schlange versteckt sich unter Schränken und geht immer zu Fleisch, damit Sie Bescheid wissen. Wo kann geht vier die? Sprachen. Also entweder unter Schränke oder der Schrank? Oder wo Fleisch ist, Menschen oder Tierfleisch. Wo Fleisch ist. Ja. Okay. Wenn diese Schlange Sie beißt, dann sind Sie nicht krank, dann sind Sie tot. Warum kaufen Sie denn so eine Schlange, denn gleich tot, hä? Ja, das ist mein Hobby, mein Lieber, das kann ich doch nichts machen. Das ist doch. Außerdem, die ist korrekt, die Schlange, ich war mit der schon in Mexiko. Oh, mein Freund, okay, dann wissen wir erstmal Bescheid. Ja, und können Sie mich dann zurückrufen? Denn ich habe keine Ahnung, dann rufe ich erstmal irgendjemand an, der die Schlange holt. Ja, aber das ist doch meine Schlange. Okay, dann müssen Sie, warte. Also ich glaube, Sie machen sich so ein bisschen lustig darüber, aber ich hoffe mal, dass Sie der Schlange nicht begegnen, weil Sie sehen das ein bisschen als ein Scherz. Aber das ist eine sehr ernste Situation, mein Lieber. Ja, das ist für mich auch eine ernste Situation. Na, ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Ja, wieso nicht? Wissen Sie, wie groß diese Schlange ist? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, warum die hier eine Schlange herbringt. Ich glaube, Sie verstehen das nicht. In Deutschland ist Schlange kaufen legal. Das ist nichts Verbotenes. Ich weiß nicht. Okay. Verstehen Sie? Das ist also Bescheid. Das ist so, wir kaufen Schlangen, Sie essen Schlangen. Das ist dasselbe. Ja, keine Ahnung. Ich esse auch keine Schlange. Ja, aber Sie wissen schon, viele essen. Dann weiß ich erstmal so. Wir haben jetzt keine gefunden bis jetzt. Okay, dann hoffe ich mal, dass Sie sie nicht finden. Okay, ciao. Ja, du Mord, der Junge, der scheißt auf alles.